Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, liebe Freundinnen und Freunde Europas, seit mehr als einem Jahr hat sich unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Es ist nichts mehr, wie es einmal war. Täglich hören wir beunruhigende Zahlen vom Robert-Koch-Institut und aus den Krankenhäusern. Doch unabhängig davon muss das Leben weitergehen. Wir müssen kreativ sein. Wir können das nicht einfach nur aussitzen, sondern wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen neue Ideen haben für unser Leben nach der Pandemie. Heute ist der 9. Mai. Heute ist Europatag. Der Europatag ist eigentlich ein jährlicher Feiertag. Ein Tag, an dem wir zurückdenken an den 9. Mai 1950, an dem der damalige französische Außenminister Robert Schuman seine Vision eines geeinten Europas darlegte. An diesem Feiertag feiern wir eigentlich unseren Kontinent und seine Errungenschaften. Unser friedliches Zusammenleben, die kulturelle Vielfalt und die Solidarität zwischen Europäerinnen und Europäern, die Solidarität zwischen unseren Staaten. Wir feiern, dass wir gemeinsam mehr erreichen als alleine. Ja, aber was heißt eigentlich? Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, dass wir nur gemeinsam die Pandemie überstehen können. Das gilt im Kleinen für das Privatleben, aber auch im Großen für die Europäische Union. Die europäischen Staaten haben sich gegenseitig mit medizinischer Schutzausrüstung und bei der Versorgung von Patienten unterstützt. Die EU hat für uns alle Verträge mit Impfstoffherstellern ausgehandelt, damit alle Europäerinnen und Europäer einen gerechten Zugang zu Impfungen erhalten, auch in Nürnberg. Unsere Stadt ist wirtschaftlich und partnerschaftlich eng mit dem europäischen Ausland verwoben und sie ist es auch für uns enorm wichtig, dass trotz Pandemie der europäische Binnenmarkt reibungslos funktioniert. Deswegen feiern wir den Europatag, nicht eigentlich, sondern wir feiern ihn ganz besonders auch im Jahr 2021. Europa steht für Aufbruch und Fortschritt, für ein nach vorne blicken. Zudem ist der diesjährige 9. Mai 2021 der offizielle Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas. Hier sind alle herzlich eingeladen, grundlegende neue Ideen für die Zukunft unseres Kontinents und unserer Europäischen Union einzubringen. Ich wiederhole daher meine Worte des letzten Jahres. Gerade in dieser herausfordernden Zeiten sind Zusammenhalt und Solidarität in der Europäischen Union wichtiger denn je. Denn nur gemeinsam können wir diese Krise meistern. Und auch dieses Jahr hieß die Stadt Nürnberg als Zeichen der Solidarität und zur Feier des Europatages auf dem Rathaus die Europaflagge. Auch unsere Marktleute am Hauptmarkt zeigen Flagge. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf selbst. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Europatag und das Wichtigste in der heutigen Zeit ist, bleiben Sie gesund.